Ja, die meisten von euch Teilnehmenden oder auch ehemaligen Teilnehmenden dürften es kennen, so bei einem Jugend-Hack-Event, Samstagabend, irgendwie auch schon die dritte Mate-Intus. Ja, vielleicht sollte man langsam mal schlafen gehen, aber die Sache ist halt so, kein Koffein ist irgendwie auch keine Lösung. So, was soll denn das? Was ist unser Projekt? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also unsere App ist eine Applikation zur Dokumentation und Analyse von Koffeinkonsum. Also eben einfach eine App, die eben schön darstellt, wie viel Koffein man wie getrunken hat. Und ja, weiteres von Gregor. Danke. Da könnte man natürlich auf die Frage kommen, wieso wir sowas überhaupt entwickeln. Und wir haben das mal ganz salopp formuliert, wenn das Zucken wieder anfängt. Das kann man auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Zum einen fängt das Zucken halt an, wenn man die sechste Mate getrunken hat und dann doch nicht mehr so richtig kann. Oder man das Zucken bekommt, weil man zu wenig Mate getrunken hat. Daraus folgen ein paar mehr oder weniger Funktionen, die wir erfüllen können. Zum einen lernt man durch diese Applikation, indem man seinen Mate-Konsum aufzeichnet, sein eigenes Konsumverhalten kennen im Bereich von Koffein. Man kann Koffein viel gezielter nutzen, weil man es planen kann. Und man kann seinen Koffeinkonsum in irgendeiner Form korrelieren zu anderen Dingen. Also wenn ich abends im Bett liege und mich frage, warum ich nicht schlafen kann, kann ich in der App nachgucken und weiß dann, dass es vielleicht an den 5 Flaschen Mate liegt, die ich vorher getrunken habe. Genau. Ja, genau. Mit diesen Problemen befasst sich unsere Lösung, die App. Und da kommen wir auch direkt zur Live-Demo. Das ist falsch. Genau. Die App funktioniert für Web und für Android und iOS. Generell, let's drink Mate. Die Frage hier ist, was für eine Art von koffeingehaltigen Getränk man getrunken hat. Club Mate, Flora oder Kaffee. Ich wähle mal Club Mate aus. Und wie viel? Beispielsweise jetzt 450 Milliliter. Das sendet man unserem wunderschönen Backend, das von den drei Jungs hier entwickelt wurde. Und zurückkommen Daten. Viele Daten. Reminder, ja, in 6 Stunden muss ich mal wieder eine Mate trinken, um wach zu bleiben. Genau. Und hier sieht man das noch sehr schön visualisiert in einem Graphen. Nach 6 Stunden habe ich ungefähr so 32 Milligramm noch im Blut an Koffein. Und so geht das auch weiter. Andere Graphen, wie beispielsweise Hours of Sleep, zeigen euch, wie viel man geschlafen hat. Am Sonntag ja 2 Stunden, normal. Und der Konsumt-Koffein-Graph, der sagt aus, wie viel man an einem Tag getrunken hat. Beispielsweise den Samstag gestern Abend, da saßen wir etwas länger an dieser App und haben 250 Milligramm konsumiert. Ja, die ganzen Graphen kann man auch natürlich für ein bisschen Social Sharing auf Twitter, Facebook und Co. teilen, um mit seinen Erfolgen angeben zu können. Beispielsweise hier. Ja. So, um das Ganze natürlich ein bisschen ansprechender für die, ich sag mal salopp, Kids von heute zu machen, haben wir Achievements eingebaut. Und zwar, wie Sie hier sehen können, zum Beispiel, it's dangerous to go alone, dass man also wirklich eine erste Mate trinkt und das wird auch rot angezeigt, dass man dieses Achievement hat. Kannst du mal runterscrollen? Und wir haben halt schon ein paar Achievements eingebaut mit einem komödiantischen Aspekt, dass da wirklich die Lust wirklich kommt, Achievements zu sammeln und, sagen wir mal, die App zu benutzen, Mate zu trinken oder andere Koffeingetränke. Und dann kann man natürlich das eigene Profil bearbeiten, denn wir wissen natürlich alle, nicht jeder baut Koffein gleich im Körper auf. Also haben wir hier verschiedene Informationen, unter anderem Körpergewicht, ob man schwanger ist oder nicht, ob man raucht, wie groß man ist. Und sie lachen jetzt, aber das macht wirklich einen großen Unterschied, wie wir gemerkt haben in der Formel. Ja, und dann kann man natürlich seinen neuen angepassten Graphen sehen. Ja, Schwierigkeiten. Die Projektplanung war zunächst ein bisschen stockend, aber mit zunehmendem Koffeinkonsum wurden wir dann auch motivierter. Technische Details. Wir haben Ionic benutzt, das ist ein Open-Source-Framework, mit dem man so ein schönes Frontend zaubern kann. Und das baut einem nebenbei dann auch schon eine iOS-App und eine Android-App.
Und fürs Backend haben wir Python Flask und MariaDB benutzt. Unser Code findet man auch auf GitLab unter dem angegebenen Link. Ist ein bisschen lang. Ja, und jetzt habt ihr alle das Achievement, dass ihr unsere Präsentation gesehen habt. Danke fürs Zuhören. Dankeschön.